Ja, gut. Für alle, die es nicht wissen, hier. Moment. Da. Aber ernsthaft, wer liegt. Da und da. Wer liegt A nach unten und B nach links? Ich. Rede. Ja, das kann ich nehmen, um es irgendwo festzubinden und mich dann herunterzulassen. Wie findest du den Plan? Ike? Sanjo, ich habe ein langes Seil gefunden. Ich hab's gefunden. Wo auch immer. Und keiner ist mehr da. Oh, alle weg. Ich muss die Hantaro finden. Du kannst auch alleine haben, Spar. Ich brenne. Jetzt brennt ein Feuer im Kamin. Was mir nichts bringt. Mhm. Ja, die Tastenbelegung ist wirklich merkwürdig. Noch ein Geist. Hamha. Wir veranstalten einen Schrub-Wettbewerb. Macht unheimlich Spaß. Ups. Tut mir leid, aber der Wettbewerb ist nur für Pärchen. Na gut. Svenja ist on fire. Hat aber dann B. Hamha. Hammer! Sieht nicht gut aus. Da rührt sich nichts. Vielleicht brauchen wir ja eine Karte. Du schaffst das. Ich weiß es. Streng dich ein bisschen an. Oh, du hast recht. Los geht's. Okay, da kommt man anscheinend auch nicht durch. Starry. Hm? Dein Freund ist weg? Hm. Da hab ich dich gesehen. Okay. Halt nicht. Ach ja, der Raum, ich erinnere mich. Oh. Ist das nicht die von vorher, die Freundin? Nein, dürfte eigentlich nicht. Hm. Die war doch türkis. Stimmt. Also das Bild grüßt dich schon mal nicht zurück, das finde ich ziemlich gemein. Ja. Es ist ein Ölgemälde, das einen schrecklich traurigen Hamster zeigt. Oh. Wie war das nochmal? Moment. Ja. Was? Man legt sich hier auf dem Teppich lang. Autsch! Vielleicht liegt hier etwas unter dem Teppich. Aber ich glaube. Aber auch nur, wenn man drüber rennt. Hm. Und mehr kann ich hier auch gerade nicht machen. Da kann ich nichts machen alleine. Vielleicht nochmal den Noki suchen. Ja, ich. Wahrscheinlich unten dann. Sven, der geht doch nicht in den Kai-Mode, der fliegt doch sonst hin. Ja, ich weiß auch, wo ich ungefähr hin muss, aber. Nicht wie? Ja. Ich würde sagen, da in die Wand rein. Dafür müsste mir Noki mit seinem Seil irgendwo wiederfinden. Ja. Noki! Bist du hier? Nein. Nein. Oh, Noki. Habt ihr nicht auch Ölgemälde von schrecklich traurigen Hamstern auch im Wohnzimmer? Da ist er. Hey, Sanjo, das ist ein Seil. Da ist ein Seil. In dem Sarg! Ja, guck! Na, ich komme nicht dran. Nur noch ein bisschen. Wah! Hilfe! Mach es auf! Los! Bautzen. Ah, was soll das? Hilfe! Mach es auf, los! Ich kann doch nicht. Mach oh, Bautzen. Scheint nicht so ganz zu funktionieren. Nein. Lässt einfach da zurück. Seilchan ist tot. Ja. Vielleicht die Hamster oben um Hilfe bitten. Richtig, da wollte ich auch gerade hin. Der arme Nokia. Vielleicht kann ja Svenja das Kam-Kam-Kamehameha lernen. Ja. Ja, du gehst da wieder in deinen Raum rein. Da hat sich jemand erhangen und jetzt ist nur noch ein Seil da drin. Der Rest ist tot. Hamha. Hammer!
Sieht nicht gut aus. Da rührt sich nichts. Hm, vielleicht brauchen wir ja eine Karte. Das hatten wir ja schon. Okay. Mhm. Du hast recht. Los geht's. Hm. Dein Freund ist weg? Hm. Okay, das haben wir auch schon. Kann ich da anbautzen? Hier ist auch was dieses gesagt. Hm. Den anderen anbautzen. Aber so etwas macht ein höflicher Hamster nicht. Hm. Die wollen dir schon mal nicht helfen. Nein. Ich muss irgendwie wieder nach unten. Aber alleine kann ich ja den Aufzug nicht bedienen, oder? Mhm. Bist du hier drin? Das Minispiel. Wenn jetzt Klavier spielt, was passiert dann? Geht nicht. Alleine kann man kein Klavier spielen. Hamha, und das Loch? Huch. Ja. Nein, wir wollen keine Tipps. Nein. Ich kenne das Spiel ja, ich habe es nur noch ewig nicht mehr gespielt. Und du weißt auch nicht weiter. Ob du da gegen die Wand bautzen kannst? Ach! Okay. Baut scheint mir ein bisschen zu schwungvoll zu sein. Aha. Nee, nur mit dem Portal. Mit dem Gemälde reden? Mhm. Gemälde, Chan, rede mit uns. Nee, irgendwie nicht. Irgendwas stimmt nicht. Mhm. Das habe ich schon festgestellt. Sind die beiden Opis noch hier? Nochmal anzünden und dann vielleicht sind sie wieder da. Oder war das hier, was ich gerade im Kopf habe? Und dann meckern die vielleicht nicht rum, weil du jetzt kein Pärchen mehr bist. Ja, hier waren nämlich irgendwo irgendwelche komisch alten Opas, die sich gefreut haben, dass ich alleine da bin. Hm. Das kann auch dann hier gewesen sein. Hamha. Du Unterbelichtete! Tut mir leid, macht der Gewohnheit. Hamha. Mehr Hamha? Ja. Nein. Der andere vielleicht? Ja. Ich mag die Opas. Oh, Hamha. Dank an die Glücksfee. Hier spricht ein süßes Mädchen mit uns. Hammo. Baut. Oh, Hammo. Ich bin ganz ehrlich, ich bin so glücklich. Noch glücklicher würde mich machen, wenn du meinen Rücken stupsi würdest. Das musst du jetzt machen. Halt mal so deine Hände im Bild, einfach so. Schieben. Ah, mit Schieben kannst du sicher ja die Wand aufschieben. Ich dachte, schieben. Ich müsste vielleicht wieder ins Erdgeschoss zu dem Opi da an dem Tresen, aber es hat auch der Opi gereicht. Mhm. Stupsi. Würde ich aber sagen, geh nochmal bis zu der Wand und dann machen wir erstmal ein kleines bisschen Werbung und stupsen dann die Wand auf. Okay. Okay, dann würde ich sagen, kurz Werbung, bis gleich.
So, wir sind wieder zurück. Joi. Und Svenja darf nun die Wand anstupsen. Oder auch nicht. Vielleicht den Sarg anstupsen dann? Ach so, wir haben den ja noch nicht gerettet. Da war ja was bei der Sarg. Oben? Ja, ne? War nicht unten? War der unten? Ich glaube, der war unten. Okay. Täglich cool, Kinder begrüßen sich mit Hammer! Ja. Ganz hinten, oder? Mhm. Ah. So, gucken wir mal, ob man den noch stupsen kann. Nein. Hm. Okay. Da war das Minispiel. Nee, da waren die Opas. Okay. Kannst du bei denen irgendwas machen? Vielleicht muss man die rubbeln. Hm. Ich habe keine Ahnung. Hm. Das Spiel ist so schwer. Betrug. Betrug. Ah. Da, Stups jetzt noch machen können. Na gut. Das war interessant, das. Oh, Amoro. Das ist großartig. Ich bin fast wieder lebendig. Auf zum Nickerchen. Wiedersehen, Süße. Den anderen noch haben Stupsi? Nee. Hm. Unterbelichtete. Irgendwas anderes, wenn wir die machen von den Wörtern. Hm. Wie ein Schnüffeln oder so. Abgebrannter doch. Treib keine Späße mit älteren Hamstern. Hamstern. Wirklich? Bautz? Mich? Als Ausdruck unserer neuen Freundschaft. Tok, tok. Ah. Du auf meine Schultern? Ah. Das wieder hinhalten. Klopf, klopf. Puck, puck. Dann machen wir doch Tok Tok auf seine Schultern. Ja. Ich stupse immer gerne fremde Opis an. Jetzt tockst du sie auch noch an. Ich habe ihr eher auf den Hintern getockt. Oh. Amo! Das war spitze. Ich bin ein neuer Hamster. Hm? Du matte Funzel. Ich will noch nicht gehen. Oh, ich will noch reden. Ja. Ich glaube, jetzt hast du sie. Fertig gemacht. Du abgebrannter Docht. Mhm. Na dann, Dok Dok. Dok Dok. Klong Klong. Hä? Was für ein komisches Geräusch. Jetzt darf ich stupsen. Hm. Dein Knast. Knasti! Wenn das nicht Svenju... Svenju? Svenju? Svenju ist. Du hast uns gefunden. Hol uns hier raus, okay? Beeil dich, schnell. Hey ho. Hey ho. Oh, Yantaro? Er kam aus dem Nichts und fiel auf mich drauf. Hat mich zu Tode erschreckt. Seitdem liegt er da. Ich seh mal nach. Yantaro, aufwachen! Svenju ist auch hier. Du musst uns helfen, hier rauszukommen. Was? Wie? Wo? Was? Hecke? Geht es dir gut, Yantaro? Wie du siehst, sind wir in einem Käfig gefangen. Denk schneller. Yantaro, ich war echt besorgt. Geht es dir gut? Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wie wir euch da rausholen. Irgendwas in diesem Raum noch? Wahrscheinlich nicht. Hm. Kann ich nicht. Vielleicht kannst du jetzt oben die stärkeren Hamster um Hilfe bitten. Das kann sein. Dass sie dir hier den, weiß nicht, den Käfig einfach so aufbrechen. Und ein Hamster einfach so. Käfig offen. Moment. Achso, Hamlupf. Oder warum? Oben. Ja, das habe ich auch schon gesehen, das Seilchen da. Na gut, dann fangen wir mal oben die immer um Hilfe. Ja. Yantaro schmilzt einfach die Gitter mit dem Feuer seiner Leidenschaft. Ja, für Yuppie-Doo. Rip, Pedo, Hamster-Opas. Hamster-Geist-Opas. Ach, Neji.
Guck mal, ich kann Hanf frei machen. Hm. Hanf frei! Hä? Hanf frei? Ein Hamster klein fiel in einen Käfig rein. Wir müssen nun herbei und machen ihn Hanf frei. Okay. Gehen wir und schauen uns den Käfig mal an. Alles klar. Ja, ne? Richard Horst legt seinen B-Knopf auf X. Ich. Hashtag kampffrei. Ja. Besser als diese ganzen Hashtag-Freiheit-Zeugs, ne? Ja. War das hier? Mhm. Warum ist das wieder zu? Das ist doch Zugang, nachdem du rausgegangen bist. Frechheit. Du seufst. Hey, nicht weinen. Oh nein. Hammer einfach mal fragen, was überhaupt los ist. Auch gut. Hamha. Oh, was? Was ich mache? Nichts. Nichts. Genau. Das ist leicht gesagt, aber das ist Stahl. Ich bin vielleicht stark, aber das ist unmöglich. Warum denkst du so negativ? Das ist lächerlich. Tust du es nicht, tu ich's aus dem Weg. Weißt du Bescheid? Okay, ich tu es. Hier, mach mir Platz. Yo! Das war unglaublich! Vielen, vielen Dank! Einfach aufgerissen. Ja. Oh, danke! Und er sagte, es ist egal, wie stark du bist. Es ist Stahl. Das war cool. Das ist die Kraft der Liebe. Wo ist denn Nokino hingelaufen? Hat er Stahl jetzt umgebracht? Kann ich ihn in Fire Emblem jetzt sicher benutzen? Anscheinend schon. Yantaro! Heke? Ah. Yay! Das war wirklich rührend. So kann man die auch zusammenbringen. Ja. Und Paar Nummer 9. Yay. Ich habe mein Gamepad übrigens wieder abgegeben. Mhm. Die Liebe des Kraftpaares ist kräftiger als vorher. Yay. Nochmal. Quatsch. Yay. Haha, ich weiß nicht. Ich weiß, jetzt ist meine Liebe zu dir. Du hast dich so angestrengt und da musste ich etwas tun. Was war das? Ich habe mich total flipflop. Flipflops? Flipflop. Yay! Hintergittern, hammfrei. Ja. Jans Intuition hatte recht mit dem Aufbrechen. Ja, schon irgendwie, ne? Ja. Jan schippt nur Leute rum. So. Du bist der Beste in... auf der ganzen weiten Welt. Hey, sag nicht solche Sachen. Ich bin ja rot. Warte, jetzt kannst du das andere Problem auch beheben. Vielleicht. Versuchen wir es. Yay! Darf ich wieder spielen? Jetzt gucken wir mal erstmal, was hier oben ist. Ja. Hamlob! Du hast es ein bisschen rübergezogen. Ah. Spiegel. Das war wundervoll. Cookie da, komm da herein. Hier ist Tokwis. Zeit? Ach, hier ist Tokwis Zeit. Was steckt da im Schrank zu spielen? Seid ihr bereit? Unsere glücklichen Kandidaten sind du und du. Was werdet ihr tun? Seid ihr dabei oder kneift ihr? Was werdet ihr tun? Jo! Okay. Und der heutige wunderreiche Preis ist... ein Geheimnis. Wahrscheinlich die Goldkarte oder so. Und los geht's. Finde den richtigen Schrank. Gefunden? Dann musst du an die Tür, Tok Tok. Was sich wohl im Inneren verbirgt. Was ist denn in Schrank-Chan drin? Gut, dass ich in dem Moment gerade auf den Chat geguckt habe. Drin. Ich glaube, da war irgendwas drin, ne? Das ist ein Hamster. Das ist die Freundin, oder? Verschont mich! Ja, jetzt wo du es sagst. Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Ihr haltet einen fantastischen Preis.
Das ist vorerst alles. Bis zum nächsten Mal. Ach, wir sind in dem Raum. Ah. Was ist nur passiert? Ich habe keine Ahnung. Wo warst du denn? Aha. Letztlich war ich in einem Schrank gesperrt. Hey, Moment mal. Warst du besorgt? Warst du's? Also, hast du wenigstens etwas an mich gedacht? Hihi, das macht mich glücklich. Ich glaube, er ist ein bisschen schüchtern. Ja. Und Nummer 10. Herzboost. Das Pärchen gesteht sich seine Liebe erneut ein. Oh. Yay! Weißt du, ich denke immer an dich. Durch dich ist es mir klar. Wie ein versklavt Hamster in seinem Schrank. Wenn es dieses Quiz bei Menschen geben würde, könnte ich dann einen Jan oder eine Svenja gewinnen? Nein. Einfallen. Das Pärchen. Das Pärchen. So, ein neues Hamm-Wort gelernt. Wirklich? Schnüff. Was? Weine nicht. Ich bin so glücklich. Ach, bitte weine nicht. Wie süß. Wir sind so ein süßes Pärchen. Nicht wahr, Jantaro? Hicke? Okay, dann gehen wir jetzt erstmal wieder nach oben. Ja. So much Liebe. Klar, R, please. Ich bin der Trostpreis. Ja. Sollten wir den armen Loki nicht aus seinem Sarg rausholen? Gleich. Ich möchte nochmal in diesen zu diesem Schrank-Quiz gehen. Und gucken, ob man da vielleicht jetzt doch irgendwas bekommen kann, wenn ich nochmal hingehe. So, rein. Du und du, was solltet ihr tun? Wir sind dabei. Ein Sonnenblut, mal gut. Dann schauen wir mal. Okay. Zehn Stück. Na gut, na dann. Wenn Svenja der Hauptpreis ist, dann wäre es wohl ein Horrorgewinnspiel. Ach ja. Wie nett. Als nächstes gibt es ein Herzteil. Ja. So in etwa. Okay, jetzt gehen wir ihn mal retten. Okay. Kann ja nicht immer so gemein sein. Und danach können wir doch... Das sah gerade interessant aus, Moment. Ah, du bist über mir plötzlich gelaufen. Hm. War schon wieder. Jetzt können wir auch dieses Minispiel machen, ne? Mhm. Oh, Jantaro, Svenju. Ach, gut, dass ihr da seid. Noki ist in einem großen Schwierigkeiten. Er steckt im Sarg und kann nicht mehr raus. Es ist dunkel. Es ist eng. Es ist gruselig. Poneji. Ja. Mit einer dreifachen Jan-Schelle sogar. Finde ich gut. Der bewegt sich nicht ein Stückchen. Irgendeine Idee? Das ist ein Problem. Es ist dunkel, eng und gruselig. Noki, halte durch. Ich bleibe hier, ich lasse ihn nicht allein. Ah, danke, Yubidu. So sieht's aus. Ihr müsst einen Weg finden, wie ihr mir helfen könnt. Ich zähle auf euch, Jantaro und Svenju. Wir tun unser Bestes. Stimmt's, Jantaro? Let's play music. In diesem Spiel werden unschuldige Schränke verletzt. Nicht dafür gespielt. Das hat jetzt nicht so ganz geklappt. Ups. Das wollte ich nicht. Dann halt so. Na gut, das geht nicht. Vielleicht muss sie erst richtig Klavier spielen können. Das wäre eine gute Idee, ja. Ein Herz für Svenja an Jan, Stelle für Niji. Ja, finde ich gut. Ja. Unterstreiche ich so. Young Sing, Jan Singster confirmed. Na. Nein. Nicht? Na gut. Dann noch lieber tanzen.
Nicht, dass ich das auch machen würde, aber... So, schauen wir nochmal, was wir hier haben. Hammer! Wir veranstalten einen Schrubb-Wettbewerb. Fand ich übrigens auch gruselig als Kind. Wieso? Wirst du sehen. Okay. Schrubb alle vier Platten dieses Raumes. Sind sie tiptop sauber, gewinnt ihr einen buotastischen Preis. Einmal geschaut, dürft ihr nicht verstreichen lassen. Und der Preis ist etwas, das jeder unbedingt braucht und will. Eine Goldkarte. Nietzsche, bevor du mich beleidigst, schreib erstmal Kappa richtig. Kappa. Sag schon, seid ihr dabei oder kneift ihr? Wir sind dabei. Diese Regel ist einfach. Stupsi die Kisten, um die Geister in die roten Zone im Schach zu halten. Währenddessen die vier Platten sauber machen. Okay, also los. Ah. Fand ich als Kind nicht so geil. Ich fand diese Hamstergeister echt nicht so schön. Okay, zweimal muss ich machen. Mhm. Der kommt immer näher. Mhm. Schrupp, schrupp. Das behaupten Leute, wenn sie nicht sauber machen wollen. Ja gut. Du machst jetzt gerade für ihn sauber. Ja. Ja, die Sounds der Geister sind auch... Ja? Mhm. Geschafft. Yay. Glückwunsch. Sehr schön gemacht. Die Platten glänzen wie verrückt. An jeder Preis eine Goldkarte. Yay. Bis bald. Passt auf euch auf. Okay. Hätten wir das. Yay. So, da hinten war... Ach ja, der Raum. Mhm. Auch nur an der Stelle hier, ne? Ja. Alles in Ordnung? Vielleicht liegt ja was mit dem Teppich. Hicke? Hm. Die Geister dieser Welt sind also anfällig gegen Stöcke, Feuer und saubere Bodenfliesen. Ja. Komm mal. Ach so, das war der Pinke. Mhm. Kein Zweifel, ein Mann ist kein Mann, wenn er nicht stark ist. Das ist die Wahrheit. Ja, das ist voll die Wahrheit. Hammer. Sieht nicht gut aus. Da rührt sich nichts. Vielleicht brauchen wir ja eine Karte. Du schaffst das. Ich weiß es. Streng dich ein bisschen an. Du hast recht. Los geht's. Wah! Nee, hat nicht geklappt. Wir brauchen bestimmt eine Karte. Du hast recht. Sehen wir mal, ob wir eine finden. Klar, gehen wir. Habt ihr schon den Quajutsu Amiibo? Na 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 na. Yep. Ja, haben wir. Ja. Tian ist kein Mann und ihr seid lesbisch. Ja, gut. Das wüsste ich. Sei ein Mann. So, piep. Was ist überhaupt für ein Schlitz? Silber oder Gold? Gold. Gold, ich weiß. Schon das auch da dran? Ah, ein Goldkartenlesegerät. Na dann, ab in den vierten Stock und gehen wir mal Klavier lernen oder so. Hallo, Sonnenblumenkern. Es war Quacksum. So, was haben wir denn hier noch? Ausgang. Nee, da möchte ich nicht rein. Die Mondscheinsonate. Was denn? Wie du das sofort erkennst. Ist doch berühmt, das Lied. Ja. Vom seit Conan. Ich hab's bei Conan zum ersten Mal gehört. Ich liebe diese Melodie, so schön gespenstisch. Pardon? Was? Was? Oh, die Melodie? Habt ihr Ohrspitz?
oder nicht? Zuhören, Ohrspitz. Süß. Ich frage mich, wo die Melodie herkommt. Ich mag sie einfach. Gruselig und groovy. Jantaro! Er verschwand in Luft aufgelöst und er war männlich? Da haben wir was. Dok, dok. Und Stupsi da. Okay. Dann schauen wir da gleich mal weiter. Hier? Hier ist nichts. Du bist eine Falle? Da schon so rumliegt. Nein. Dann halt nicht. Bist du eine Falle? Mundschonsonate? Conan? Dann gleich das Haus. Sehr schlecht. So langsam ist das Spiel ja doch creepy. Wie gesagt, als Kind war es das. Und weg ist er. Jantaro, ich hätte das gesehen. Ist das auf der anderen Seite der Mauer? Hickey? Hammer? Dann halt nicht, dann gehen wir zum Mondschonsonate. Ja. Kommt keine Probleme wegen, weil ich eine Lizenz für GEMA habe da. Wo war das denn hier? Wollten wir irgendwo Tok Tok machen? Tok Tok. Bonk Bonk. Dann machen wir erstmal hier Stupsi. Stuben. Ist die Musik weg. Das ist seltsam. Niemand ist hier. Noch vor einem Moment hörte ich Klaviermusik. Klaviermusik aus einem leeren Raum? Aber was für ein gruseliger Raum. Das Bild. Ich merke schon, Mondscheinsonate und da ist ein Mond. Ein großes Kirchenfenster. Das Bild drauf sieht aus wie ein Mond. Es ist sehr, sehr schön. Machen wir es kaputt. Jantaro! Bei Glas ist das sehr gefährlich. Gucken wir mal die Statue mal an. Das ist die Büste eines sehr ernsten Hamsters. Im Sockel ist der Name Beethoven eingemeißelt. Es sieht aus, als bedrückt ihn etwas. Beethoven in Ruhe. Nein. Schade. Will nicht mit mir reden. Da schützt der Mond aus Majoras Mask ein. Ja. So, starten wir mal ins Buch rein. Notensammlung. Einer davon ist Beethovens Mondschein. Sonate. Die anderen Titel sind nicht lesbar. Verdammt. Dann spielen wir ein bisschen Musik. Leave Beethoven alone. Ja, ich habe auch nie Klavier gespielt. Ich wünschte, jemand würde es mir beibringen. Soll ich es dir beibringen? Jantaro, hast du etwas gesagt? Ich muss es mir eingebildet haben. Soll ich es dir beibringen? Klavier, soll ich dir das Spielen beibringen? Ja, bitte, das wäre wundervoll. Ja, Geist, soll ich dir Klavierspielen beibringen? Oh, klar. Sehr schön. Aber nur, wenn du alle meine Fragen korrekt beantwortest. Wie sieht's aus? Machst du den Test? Jau. Also dann, eine Frage. Welches Lied ist das? Klavier? Wo ist Klavier? Und wo hat er Apollo gelassen?
Wer hat dieses Lied komponiert? Beethoven. Richtig. Korrekt. Mit welchem Instrument habe ich gerade Spielmu? Jobos, davon habe ich fertig. Kastagnetten. Klavier. Das ist immerhin dein Test, also musst du die Fragen beantworten. Ach so. Weil du willst ja Klavier lernen. Ja. Korrekt. Dieser Eingang, wie viele Fragen habe ich dir während des Tests gestellt? 3. Dum, dum, da, da, da. Geschafft. Alle Antworten waren richtig. Du erhältst Mondschein. Jawohl. Jetzt kannst du halt deine KP heilen. Ein Song zum Tanzen. Ja, los dann. Ja. So, hören wir das mal aus. So, wie du das Lied spielst. Das ist aber schnell gelernt. Ja. Kastagnetten sind so kleine, ja, wie soll man das sagen, solche Klapper. Ja. Die kann man so zusammenhauen und dann machen die so ein Musikgeräusch. So ein Klappergeräusch einfach. Dir ist aber auch keine dritte Frage eingefallen. Ja, sehr gut gemacht. Du darfst mich Herr Lehrer nennen. Klavierspiel macht Spaß. Mhm, mhm. Kann man was machen? Hamha? Hamha. Ehrlich gesagt, dies ist das einzige Lied, das ich spielen kann. Hm. Sollen wir irgendwas noch machen? Ich sollte dir diese Dinger schenken, damit du besser Flamenco tanzen kannst. Ja. Na gut. Haben wir zumindest ein Lied gelernt, dann können wir jetzt unten mal den Lieben da mal retten. So wie der Garten nach unten, weil ich glaube, der Ausgang war wahrscheinlich ein bisschen schneller gewesen. Wenn ich da bis nach ganz unten gehe. Egal. Oh Neji, jetzt seid ihr beiden nochmal Freunde. Was hat er denn geschrieben? Achso, da oben. Das ist ein bisschen der musikalische wäre. Beethoven-Sensei. Dann kommt wieder nur tanzen. Mal schauen. Hallo Bild. Tschüss Bild. Wir sollten dem Bild einen Namen geben. Falscher Raum. Falsches Zimmer. Wie willst du es denn nennen? Ich weiß nicht. Dietmar. Hallo Dietmar. Tschüss Dietmar. Wollen wir mal ein ordentliches Lied mal spielen. Mhm. Nächste Woche sicher nicht. Ach ja. Ich weiß, Neji, ich weiß. Dumm. Juhu, es hat sich geöffnet. Ich habe gedacht, ich sitze auf ewig da drin fest. Auf dich muss man sich wirklich aufpassen. Yubi war es weg. Wo redest du? Ich suchte einen Seil, um jemandem zu helfen, der in einem Loch im Boden verschwand. Und wer fiel kürzlich? Text, please, verschwinde dich so schnell. In ein Loch. Oh, wirklich? Hm. Das stimmt. Noki, Kapido. Nein. Bitte dich. Nach dir. Was? Warum? Geh schon. Vielen Dank. Hm. Wir sind uns etwas schuldig. Liebe. Ja gut, wir sind als Pärchen hier reingekommen. Ja gut. Yubi und Noki haben ihre Freundschaft gefestigt. Jetzt streiten sie sich über andere Dinge. Freundschaft. Kommt auch nichts mit. Was?
Lustig, aber unsere Zusammenarbeit ist viel solid als zuvor. Fest. Fortschrittliche Hamster. Prinzipiell schon, aber die stehen ja beide auf Pashmina, von daher gesehen. Hm. Da hast du recht. Ab jetzt ist Zusammenarbeit an unsere Spezialität. Sei bloß vorsichtig, dass du nicht wieder in einen Käfig gerätst. Juppidu, pass bitte auf, dass du nicht wieder in irgendwelche Löcher fällst. Yantarus, Venju, vielen, vielen Dank. Verbessern wir alle unsere Zusammenarbeit. Was war das denn? Mir flog gerade eine Fliege ins Gesicht. Ich hab die gar nicht gesehen. Oh, ganz kleine. It's guy love between two hamster. Mal wieder Pause. Gegen 5, denke ich. Ihr könnt uns nicht schlagen. Riecht das Seil? Nicht? Und wer wird dich befreit? Ende gut, alles gut, denke ich. Na dann. Schauen wir mal, was wir noch machen können. So, da sind wir fertig. Hier sind wir auch erstmal fertig. Die Fliegen fliegen mal wieder auf Jan. Na, Dietmar, es geht. Jan frisst Fliegen im Stream. What's up? Lachen mehr als ich sollte. So, da waren wir auch fertig. Mal bei dir? Ja, das war der Wischmopp-Typ. Mhm. Oh, wir vielleicht noch was Neues gewinnen können. So, Hammer! Ein Schrubb-Wettbewerb. Jan ist eine Venus-Fliegenfalle. Ja, ich bin so schön wie Venus. Okay, soll ich dann vielleicht lieber nicht lachen, das kommt falsch rüber. Nee, ich möchte hier nicht nochmal hören. Ein Stein. Wieso muss ich das jetzt nochmal machen? Ich weiß nicht. Wir Zeit nutzen, um etwas zu trinken. Okay. Das war vielleicht ein bisschen knapp. Mhm. Komm, ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Ja. Bam, bam, bam. Du warst nah dran. Ja. Zur Not frisst der Tiefel? Fast. Der Teufel fliehen. Das fängt ja daraufhin so krass lacht, ist schon ein wenig traurig für Jan. Stimmt, hier können wir noch was machen. Das ist übrigens die Stelle, wo ich als Kind echt Probleme hatte, was ich jetzt machen muss. Aber es ist eigentlich so einfach. Moment. Yantaro, hast du was gesagt? Micky? Ich muss es mir eingebildet haben. Boah, Spitz. Schnüff, schnüff. Ich bin mir sicher, dass ich jemanden weinen hörte. Schnüff, schnüff. Ein Geist. Ach komm, du hast schon so viele Geister gesehen. Schnüff, schnüff. Mein kleiner Junge ging spielen und kam nicht mehr nach Hause. Schnüff, schnüff. Oh, oh. Darum weinst du also? Er sollte nicht zu weit fortlaufen, aber da war er auch schon weg. Er wollte schon immer die Hamranger-Show sehen. Aber ich hätte mit ihm dorthin gehen sollen. Schnüff, schnüff. Erinnerst du dich an unseren Aufenthalt im Freizeitpark? Wir hatten sogar einen Geist gesehen. Ja, jetzt wo du es sagst. Ich möchte wirklich gerne nach ihrem Sohn suchen, Yantaro. Okay. Ich frage mich, wo er ganz allein hingegangen sein kann. Aber vielleicht schließt du erstmal das Gebiet hier ab. Du bist nämlich so gut wie fertig. Hm. Okay, dann gehen wir da gleich nochmal hin.
Ist mein Stuhl jetzt auch ein Geist? Der Stuhl, auf dem ich sitze, hat geknackt. Also die knacken beide. Echt knacke hier. Ja. Oh mein Gott, ein Geist. Schon wieder. Go, go, Hamster Rangers. Da spielt ja keine Musik mehr. Sensei hat keinen Bock mehr. Das Hitbox. Hm? Bom. Ja. Jo. Ah, geht doch. Sie hat angefangen zu bröckeln. Ein bisschen. Das habe ich als Kind nie auf Anhieb gecheckt. Weil da steht ja auch nichts Besonderes dran. Ich habe es auch vorher versucht, aber ich war anscheinend nicht an der richtigen Stelle. Das ist übrigens das, was ich meinte. Das ist das, der creepigste Ort überhaupt hier. Ja. Also es ist echt als Kind mega gruselig, oder? Stimme ich zu. Puppen sind immer ein bisschen creepy. Ich habe kein gutes Gefühl, Yantaro. Diese Puppen sind unheimlich. Was hast du denn mit dieser Puppe für ein Problem? Ich weiß nicht. Puppen! Geht weg. Das ist jetzt echt creepy. Ja, ist es. Ho, 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 willkommen zum Finale. Das Pärchen, das hier beim Finale gewinnt, erhält einen höchst spektakulären Preis. Ihr wollt ihn doch sicher